Abonniere Kitoons und lass den unendlichen Spaß beginnen. Crybabies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies, Storyland. Peter und die versteckten Glühwürmchen. Wir müssen mehr Cryjuice machen, denn heute erwarten wir Gäste. Legt los, Babys, ihr macht das toll. Ein perfekter Tag für einen Besuch in der Tutti Frutti Bucht. Ah, oh je, die Wolke ist groß und grau. Oder warte, sie sieht aus wie der Schatten eines spielenden Babys, genau. Lass mich in Ruhe. Hey, oh, das war ja leicht. Storyland ist in Not. Vielleicht wird ja wer bedroht. Ziehen wir uns um und los. Einmal ein Baby, das im Mondlicht Abenteuer erlebte und sich bei Sonnenaufgang ins Bett bewegte. Ein neuer Weg! Zu wem er wohl gehört? Nein, nein und nochmals nein. Ich hab's dir doch schon gesagt. Nein! Wer ist denn das wütende Baby? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich will jetzt nicht rausgehen. Geh du doch, wenn du willst. Mit wem spricht er nur? Das ist Peter und ich bin sein Schatten. Sein Schatten? Ich bin jetzt müde. Lass mich schlafen. Wenn du nachts nicht so viele Orte besuchen würdest, müsstest du nicht den ganzen Tag lang schlafen. Ich besuche gar nicht so viele Orte. Ich gehe nur zu tausenden Orten ohne mich, weil ich nachts verschwinde. Natürlich. Wo kein Licht ist, ist auch kein Schatten. Wie wär's mit einem Plan für eine spaßige Zeit? Schnell vergessen ist dann der unnütze Streit. Ich möchte lieber fliegen. Ich auch. Komm schon, ich jage dich. Aber erst später. Denn jetzt bin ich zu müde. Seht ihr, offensichtlich geht Peter nachts raus, weil er nicht mit mir zusammen sein will. Nein, so ist es nicht. Ich muss nachts nur... Ist auch egal, vergiss es. Ich muss jetzt schlafen. Er hat uns nicht verraten, was er nachts tut. Wir finden heraus, was er die Nacht so treibt. Nur so verhindern wir den nächsten Streit. Seid leise. Sie hören uns. Pass auf, du bist auf mich getreten. Überraschung! Hurra! Los, Peter! Wie cool, ich liebe Überraschungen. Seid ihr hier, um zu helfen? Ja. Wir haben nicht spioniert. Wow! Es funkelt! Ein Glühwürmchen, das so schön leuchten kann. Sieht aus, als fing es gleich zu weinen an. Ja, sie hat all ihre Freunde verloren. Wir suchen sie jede Nacht, aber es ist unmöglich, an allen Orten nachzusehen. Und jede Nacht leuchtet sie etwas schwächer. Wir helfen dir, aber... Ich verstehe nicht, warum du uns nicht früher um Hilfe gebeten hast. Ich weiß nicht. Ich dachte, dass ich das alleine schaffe. Sie glüht nur noch wenig. Oh nein, ihr Licht wird immer schwächer. Echt coole Flöte. Die Musik bringt sie zum Funkeln. Hör nicht auf zu spielen, sie werden funkeln und dann können wir sie finden. Gemeinsam können wir sie finden. Yeah! Sucht und sucht, sucht nach dem Licht. Die kleinen Käfer verstecken sich gut. Schaut genau, denn sonst findet ihr nichts. Sie sind so süß, wo sind sie versteckt? Tanzen wie Lichter durch die Nacht. Sie spielen immer und fliegen herum und sie glühen in der Dunkelheit. Sie sind echt lustig und lieben das Lied. Sie kommen raus und jeder tanzt mit und sie glühen in der Dunkelheit. Zusammen finden wir sie bald. Ich kann einfach nicht mehr. Wir werden sie finden. Ruh dich aus. Seht mal da. Heilung. Wow. Das kitzelt. Was mache ich denn hier? Es ist doch Nacht. Ich habe sie gefunden. Das war es, was ich nachts getan habe. Ich habe sie gesucht, damit sie zusammen sein können. Warum hast du es mir nicht erzählt? Ich hätte dir helfen können. Ich kenne Storyland viel besser als du. Glaubst du? An Gott! Ich sehe, du hast trainiert. Komm schon, ich habe hier beide gewinnt. Danke. Wenn ich wieder Hilfe brauche, frag ich. Und ich verspreche, dass ich auf Peter hören werde. Arbeiten wir zusammen, können wir alle Probleme bannen. Danke, Babys. Storyland Magic Tears.
Und so wurde Peters Problem ans Licht gebracht. Und er und sein Schatten haben sich nie wieder verkracht. Wo wart ihr? Ihr seid ein bisschen spät, hä? Komm schon, Schatten, ich jage dich. Lass mich noch ein bisschen schlafen. Jetzt bin ich derjenige, der sich ein bisschen ausruhen muss. Pinocchio, was für eine Nase. Bei dem Grillenzirpen kann man unmöglich einschlafen. Jemand sollte ihm die Meinung sagen. Herr Grille, hör mal zu. Ich brauche meinen Schlaf. Ich bin ein wachsendes Baby, weißt du? Hi, Conan. Was ist los? Könnt ihr auch nicht schlafen? Ich krieg dieses Kri-Kri nicht aus dem Kopf. Was ist nur mit der Grille? Ich wünschte, es wäre Stille. Ich glaube, das Geräusch kommt von dort. Etwas stimmt nicht in Storyland. Oh, ich bin so müde. Wow! Es war einmal ein Baby, das die ganze Zeit log. Wie eine Marionette in einer Show. Hey, seht, da drüben. Unglaublich. Wir gehen. Ja, es ist immer dasselbe. Hey, bleibt hier, Babys. Ich weiß nicht, wo meine Marionette ist. Hm? Ja, ja, na klar. Wenn ich sie finde, spiele ich für euch. Versprochen. Was ist das bloß? Oh. Seine Nase wird riesengroß. Ja, echt cool. Das passiert immer zu. Lustig, hä? Sieh mal, er sagt, seine Marionette ist weg. Aber da ist sie doch. Ja, stimmt. Mal sehen. Wie heißt du? Ich bin Pinocchio. Pinocchio, die Marionette ist hinter dir. Ach, stimmt. Da ist sie ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich bin ja so ein Schussel. Seltsam. Seine Nase wird immer länger. Jetzt, wo deine Marionette wieder da ist, kann die Show doch starten. Ja, ja. Nein, geht nicht, weil ich erkältet bin. Ja, ich hab eine super Erkältung. Hatschu! Hier ist etwas faul. Jemand erzählt hier Lügen. Lass mich mal Fieber messen. Wow. Du hast gar kein Fieber. Pinocchio ist gar nicht krank. Das sagt mir mein Verstand. Warum lügst du so viel? Ich lüge nie. Hey, pass auf! Deine Nase wächst immer, wenn du lügst. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gelogen. Ich schwöre. Wow. Seht, wie sie größer wird. Ist sie so groß? Ich kann es nicht sehen, aber wie cool. Denkt ihr, wir könnten... Vorsicht! Sie ist schon so lang, dass alles Mögliche daran hängen bleibt. Ja, du siehst aus wie ein Kleiderhaken. Sie ist so lang, dass man auf ihr balancieren kann. Hey, runter von meiner Nase. Respektlos. Oh nein. Quick, es tut mir so leid. Quick, das wollte ich nicht. Oh, ich stecke fest. So ein Nasenchaos. Quick, geht es dir gut? Er sagt, meine Nase versperrt den Ausgang. Das Licht kommt nicht durch. Es ist dunkel. Oh, armes Ding. Er hat Angst. Bitte helft mir, Quick zu retten. Na klar. Auf 1, 2 und 3. Quick! Siehst du, was passiert, wenn man lügt? Lügen bringen nur Ärger. Und die Nase reicht weiter als die Fantasie. Nun, ich habe einen guten Grund für die ganze Schwindelei. Ich wollte an einem Hochsprungwettbewerb teilnehmen und brauchte einen langen Stab. Nun, du musst etwas verrückt sein, wenn du mit deiner Nase springen willst, hm? Es ist nur so, dass ich noch nie einen ersten Preis gewonnen habe und ich wollte der Beste in etwas sein. Aber warum erzählst du Lügen, wenn du einfach der beste Marionettenspieler für deine Freunde sein kannst? Ihr habt recht. Ich habe mit den Lügen meine Freunde enttäuscht. Und euch auch. In Wahrheit kann ich ohne einen ersten Platz leben. Aber nicht ohne meine Freunde. Oh, meine Nase! Seht! Er sagt die Wahrheit.
Jetzt kannst du endlich das Poppentheater aufführen. Ja, ich werde meine Freunde überraschen. Vielleicht erzähle ich die Geschichte von einem Baby, dessen Nase immer weiter wuchs. Vielen Dank, Babys. Storyland Magic Tears. Und so hat Pinocchio seine Lügen bereut. Seine Nase schrumpfte und er gewann den Preis für den besten Freund. Aliens! Hey, schwindel nicht, sonst wächst deine Nase wie Pinocchios. Und so endet dieses große Abenteuer. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies! Storyland! Klaus, Santas Enkelsohn. Ruthie. Ruthie braucht ewig, um die Geschenkeliste zu erstellen. Komm schon, Ruthie. Mal sehen. Ich will nichts vergessen. Gibt es auch Schokoladenfläschchen? Ja, wir haben ganz viele. Toll, eine ist für mich. Glaubt ihr, wir bekommen überhaupt Geschenke bei dem Schneckentempo? Ich befürchte, das wird nichts. Immer mit der Ruhe, Babys. Es ist Weihnachten und nichts ist wichtiger als Freundschaften. Wobei, so eine neue Kristallkugel? Uff! Was war das? Keine Ahnung. Finden wir es heraus. Ja! Ja! Es ist das Buch! Ein eiskalter Wind kommt aus dem Buch. Reisen wir nach Storyland für einen Besuch. Wow! Es war einmal ein Baby. So heiter, doch die Freude zog weiter. Ah! Was ist denn hier los? Es ist ein bisschen nebelig, was? Ein bisschen? Es ist sehr neblig. Ich kann gar nichts sehen. Aber Babys, ihr müsst keine Angst haben. Es wird nichts. Kommt, auch wenn wir Angst haben, müssen wir weitergehen. Keine Sorge, er wird bald zurück sein. Hä? Zum Glück seid ihr hier. Wer ist das Baby und was ist hier los? Kennt ihr ihn nicht? Das ist Klaus. In diesem Jahr soll er zum ersten Mal allen Babys ihre Geschenke bringen. Daran ist nur dieser Nebel schuld. Klaus kam vor ein paar Tagen und verlor seinen Schlitten. Doch heute Morgen wurde es noch schlimmer. Sein treuer Freund Ren ist verschwunden. Ich verstehe nicht, warum er fortgelaufen ist. Wir suchen nach Ren im Süden. Könnt ihr mit Klaus im Norden nach Ren suchen? Im Norden? Autsch, ja, klar. Kein Problem. Kui, kui, kui. 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 Alles begann vor einer Woche. Ein großer Sturm fegte durch Storyland und riss meinen Schlitten mit sich. Ah ja, wir konnten Piggy helfen, ihn abzuwehren. Aber er war wirklich stark. Doch dann kam der Nebel. Und Ren und ich konnten die Geschenke nicht mehr einsammeln. Und das alles vor Weihnachten? Mhm. Ich habe lange das Lachen meines Großvaters geübt, um es allen Babys zu zeigen. Aber ohne Ren kann ich gar nicht mehr lachen. Oh nein, wo tut es weh? Soll ich irgendeine Wunde heilen? Nein, Dottie. Ich fürchte, der Schmerz steckt hier. Cutie, siehst du nicht, dass Klaus traurig ist? Lulu, was tust du? Komm her! Ho, ho, ho. Das Lachen kenne ich doch. Ho, 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 ho. Ho. Das ist Ren. Der Laut kommt von dort. Schnell. Ren, halt still. Keine Sorge, wir sind hier. Wir retten dich. Die Geschenke, sie fahren runter. Klaus, halt. Ich muss sie festhalten oder die Babys bekommen nichts. Weihnachten! Nein, sie fallen! Nein! Ren! Wir müssen den Schlitten retten! Stopp die Zeit! Lass sie weiterlaufen! Ah. Ja, ja, juhu! Der Schlitten! Toll! Dieses Lachen? Der rote Schlitten? Du bist Klaus! Sind das Enkelkind? Ja, und vergiss nicht Ren, meinen treuen Freund. Storyland Magic Tears! Und so lernten die Babys, dass trotz kaltem Wetter nicht die Geschenke das Wichtigste waren, sondern die Freunde und Retter.
Sorge, Ram. Wir werden einen Weg finden, wie wir allen Babys ihre Geschenke bringen. Ja, wir alle verschenken etwas von uns, damit kein Baby auf der Welt heute ohne Geschenk bleibt. Hm? Oh. Alle Geschenke in den Schlitten! Frohe Weihnachten, Babys! Frohe Weihnachten. Bitte sorge dafür, dass niemand Storyland vergisst und unsere Geschichten gelesen werden. Durch das Lesen würden sie für immer zusammen sein. Und ihre Geschichten und Erinnerungen blieben nicht geheim. Frohe Weihnachten! Ho, ho, ho!